Schon wieder so Zucker. Ich weiß, es gibt eigentlich nur die drei, diese drei bekannten japanischen Strecken. Aber, ups, wollte nicht sehr, ich wollte speichern. Aber warum? Erstes Rennen Suzuka, zweites Tiaida und dann schon wieder Suzuka. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Wirklich nicht. Gespeichert. Ja. Natürlich. Natürlich. Mein Bein. Au. Fuck. So, Position. 9. Immer 2 nach hinten. Tsukahovata startet vor mir. Und vorne. Boah, Star natürlich auf der ersten Position. Logisch. Auf zum Rennen. Wir präsentieren Ihnen heute das nächste Rennen um die Meisterschaft. Und die Fahrer sind startbereit und fixieren die Startampel. Naja. Hätte schlimmer sein können. Ich hab keinen Rückspiegel mehr. Also einen noch. Ab da dieses Auto, glaube ich, links gefahren wird. Das ist blöd. Jetzt bin ich viel. Jetzt habe ich sogar gar keinen Rückspiegel mehr. Juhu! Sato kann froh sein, wenn ich ihn nicht aus dem Weg buxiere. Ich habe ja gesagt, er kann froh sein. Ob ich es mache, ist dann etwas anderes. Was denkst du, was ich mache? Bleibchen drehen? Wow, und was hat mich das jetzt gleich erinnert? Ah ja! Grosjean, Hamilton! Dank diesem Duschen darf ich jetzt einen riesigen Vorsprung abholen. Aber wie sagt man so schön? Können wir das schaffen? Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Sollte eigentlich machbar sein. Bei meinem Top Speed. Die Wolken bewegen sich. Oh, Fehler, Fehler, Fehler. Fehler von Star. Aber ich bin mal freundlich und benutze das nicht. Und nutze das nicht aus. Good guy, Joe. You make a mistake. Doesn't overtake you. Das overtake you later. Auch wenn ich Beinschmerzen habe und ein bisschen Kopfweh, scheint es mich nicht davon abzuhalten, diese Kurven hier relativ schnell zu nehmen. Andererseits, wenn ich zocke, vergesse ich einfach, dass ich Kopfweh habe. Die Beinschmerzen kann ich aber nicht beseitigen. Strange. So, meine Frage ist jetzt einfach, wenn ich jetzt ein Click Racing Nissan Primera fahre und mein Teamkollege schwach ist, und wenn ich ein ZX Nissan Primera fahren würde, wäre der Gegner dann auch so stark? Und noch besser gesagt, würde ich ein Mitsubishi Galant fahren,
hätte ich dann zwei schwere Nissan Primeras vor mir. Also schwer zu schlagende. Das weiß ich jetzt selber nicht genau. Einfach genug bremsen. Kann nicht schaden. Im Gegenteil. Bei dieser Schikane zumindest. Letzte Runde. Wiederhole. Dies ist die letzte Runde. Vorsprung ist doch messbar. Das Handling ist super von diesem Auto. Die Zwischenzeit ist noch besser. Nach dieser Kurve kommt die Spuren-Kurvenkombination. Die ich natürlich in einem spektakulären Drift durchfahre. Was aber keine Zeit gekostet hat, offenbar. Ich bin eine Sekunde schneller als in der letzten Runde. Boah, knapp. Jetzt wirklich sehr knapp. Da habe ich ein bisschen abgekürzt. Naja, nur ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm. Und schnellste Runde aufgestellt. Aber in dem letzten Sektor habe ich ein bisschen verloren. Werfen bitte. Nein, will ich nicht sehen. Hier ist das heutige Endergebnis. Ein großartiger Sieg für den neuen Fahrer von Click Racing. Ein verdienter zweiter Platz für Adrian Starr. Der verdiente dritte Platz geht an Yoshihide Ohiwa. Yoshihide Ohiwa, Hier sehen Sie den aktuellen Stand der Meisterschaft. Derzeit gibt es eine beruhigende Führung für den neuen Fahrer von Click Racing. Im Moment Rang 2 für Adrian Starr. Tora Hovata ist im Moment Dritter. Ah, super, jetzt noch ein siebter Fahrer in den Punkten. Wow. Nächstes Rennen, Suko.